Willkommen zurück. Es geht weiter. So, jetzt können wir endlich die verfallene Herberge verlassen und nach Otalie weiterreisen, wo wir ja eigentlich hinwollen. Genau. Zu unserem nächsten Informanten. Gut, uns ist das Wasser ausgegangen. Müssen wir gucken, dass wir jetzt auf der Reise vielleicht noch ein bisschen Wasser finden oder aber gleich nach Otalie kommen und da uns... Das war nicht mehr so weit, oder? Nee, war nicht mehr so weit. Das war ungefähr so auf der mittlere Strecke hier von Daspota nach Otalie, wo wir jetzt sind. Hm. Naja, schauen wir einfach mal. Vollkommen erschöpft und ausgelaugt verlasst ihr die zerfallene Herberge und schleppt euch nach Otalie, dem eigentlichen Ziel eurer Reise, wo ihr nach einigen Stunden auch ankommt. Oh, das hat sogar die Reise sogar unterbrochen, also beziehungsweise übersprungen. Also auf dem Reisebildschirm. Ja. So, jetzt überlege ich gerade, wie wir jetzt am besten an neues Wasser kommen, denn ich glaube, es ist glaube ich nicht möglich, einfach ins Wasser springen ist nicht. Nee, es ist nicht möglich, einfach zum Händler zu gehen und zu sagen, hier füll mal die Flaschen, die Schläuche nach, sondern man muss sich glaube ich neue kaufen. Oder aber man muss halt auf dem Rastbildschirm Wasser holen. Wasser finden. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal nach einem Gemischtwarenhändler und verkaufen dann unsere alten Schläuche und kaufen einfach 6 neue. Okay. Gut. Da können wir jetzt mal gucken. Das da. Schauen wir. Ihr könnt auch den anderen Kram verkaufen wir auch. Beziehungsweise was da halt an Gemischtwaren. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Schlüssel das war. Einfach mal behalten. Ja gut, die Totenkopfgürtel sind nicht ganz so teuer, wie ich eigentlich dachte, aber naja. Teurer als der Silberschmuck. Ja, klar. Das behalten wir. Das Netz behalten wir auch. Oh! Das ist verdächtig teuer, das da. Ja. Das behalten wir mal. 13 Dukat. Ja, da ist, das ist, irgendwas Besonderes. Okay. Ach so, das Alchemie-Set. Das brauchen wir im Moment auch nicht. Vor allem, weil wir zwei haben. Gut, das stimmt, glaube ich, dass das so teuer ist. Mhm. Da. So, dann probieren wir mal. Na, 35. Okay. Gut. Und dann kaufen wir einfach mal 6 neue Wasserschläuche. Die haben nämlich, glaube ich, zwei Tagesrationen haben die dann. Was ist das andere, was so aussieht wie so ein Strumpf mit Wasser? Das da, Trinkhörner. Trinkhörner. Ich glaube, irgendwie ein Unterschied, dass sie irgendwie... Ich glaube, die kommen nicht gefüllt. Die kommen nicht gefüllt. Kann man nur ich denk mal der einfach, Taverne das mit Schnaps tun. Naja, ich denke einfach, das ist das, was... du im Prinzip auch hier bei Essbesteck und so hast, das ist einfach Geschirr, denke ich mal. Ich weiß gar nicht genau. Ich habe es nie wirklich benutzt. Gucken sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Okay. So, dann kriegt sie einen... Mal gucken, hatten wir eigentlich noch irgendwelche anderen Sachen, die wir verkaufen wollen? Sie hat noch eine Orknase, ich glaube. Ah, das ist halt blöd, dass man hier so wenig Informationen kriegt, aber ich glaube, wenn eine kaputt wäre, dann würde man das schon angezeigt bekommen.
Ja, was ich nicht nachgeguckt habe, ist, ob man die Rezepte nicht hier schon in ein Buch übertragen kann. Aber gut, ist nicht so schlimm. Ich würde sagen, dass wir... Ah, dieser Silberstreitkolben. Gut, den können wir erstmal behalten. Aber ich würde sagen, dass wir hier diese... Ich weiß nicht, also wir können diese Elixiere behalten. Also es ist halt auch was ich nie wirklich benutzt habe. Das kann... Das geht mir auch so mit bei dem neuen Drakensang. beim Drakensang. Dass ich da nie diese Elixiere getrunken habe. Meistens habe ich es dann doch vergessen, das irgendwie im Kampf oder vor dem Kampf zu machen. Ich meine, man kann mal gucken hier... Ich meine, Charisma-Elixier ist halt bestimmt in gewissen Situationen schon hilfreich. Aber dann muss man auch in der Situation dran denken, dass man muss, genau. Und ich würde sagen, dass wir das Körperkraft-Elixier behalten. Mhm. Ich meine, da ist der Nutzen, der liegt auf der Hand. Also, ja. Wenn wir da mal irgendwie einen schwierigen Kampf haben oder so, dann kann man das natürlich immer benutzen. Aber den Rest, ich würde sagen, das können wir ruhig verkaufen. Jo. Wenn wir einen Kräuterhändler hier finden. So was wie ein Marktplatz? Gut, das werden wir gleich sehen. Oder vielleicht werden wir das gleich sehen, denn es gibt halt auch Markt, der nicht an jedem Tag ist. Mhm. Ich glaube, in Torwall war Markt an jedem Tag, aber das ist nicht überall so. Ja, es sieht so aus, als gäbe es hier keinen Kräuterhändler, aber das ist nicht so schlimm. Dann verkaufen wir es einfach, wenn wir die Gelegenheit dazu haben. Jo. Jetzt werden wir erstmal hier speichern. So, dann haben wir jetzt 30. Denn wir wollen ja jetzt hier wie hieß er denn? Hjore Arendsson wollen wir hier finden. Müssen wir da in die Taverne und fragen, wer ist? Das wäre wahrscheinlich der... Wir können versuchen, uns einfach so mit Leuten zu unterhalten. Ja, dann gucken wir mal. Gut, wir können jetzt vielleicht mal die Roglima wieder zurücktun, weil sie ja eigentlich eher im Dungeon vorne stehen sollte. Gut. Der Wirt strahlt, als er euch sieht. Oh, Gäste und solch edle Reisende. Unglaublich. Ist ja mal jemand nett zu uns. Tretet ein und bringt Glanz in meine bescheidene Hütte. Was kann ich für euer Wohlbefinden tun? Gut, das ist wahrscheinlich... Wie nett. Was soll ich schon tun? Ich glaube nicht, dass es uns weiterbringt hier. Ja. Gut, okay, also das hilft uns nicht weiter. Dann schauen wir mal, ob wir da nicht eine Taverne finden. Da. Okay, gut. Dann... Zungen lockern mit Bier und dann geht das schon. Ihr betretet die Taverne. Es sind nur wenige Gäste anwesend. Der Wirt mustert euch kurz, dann wendet er sich wieder... einer Reihe von Krügen, Bechern und Karaffen zu, um sie gelangweilt zu sortieren. Ihr setzt euch. Der Wirt schaut euch fragend an. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal 6 Bier. Es sind ja eh noch nicht so viele Leute da. Ja. Danke und Kennt euch doch hier aus. Genau. Kennt ihr vielleicht Hjore Arendsson? Sicher. Er wohnt am großen Platz, Richtung toter Ortsausgang. An der Tür mit dem Gast mit seinem leeren Bierkrug. Ihr entschuldigt, ich werde gebraucht und am Tisch findet der Wirt. Ach so, das war alles, ja. Er wohnt am großen Platz, Richtung toter Ortsausgang. Wir müssen mal gucken, was es damit auf sich hat. Ein Mann tritt zu euch. Tritt auf euch, ja. Die treten immer auf uns. Darf ich euch auf ein Bier einladen? Ja. Mein Name ist Askrim Hjallarsson. Stellt euch vor. Er erzählt ein wenig über den Ort. Das Interessanteste, was er zu berichten weiß, ist Folgendes.
Wenn es euch dreckig geht, solltet ihr bei Branda Sturmtrutz in Hljasdal vorbeigehen. Die bringt jeden wieder auf den Damm. Das ist wahrscheinlich eine Heilerin. Na gut. Dann können wir eigentlich auch schon wieder gehen. Da wir haben, was wir wollen. Und dann können wir doch einfach in die Herberge gehen und übernachten. Ja. Das tut uns wahrscheinlich sowieso ganz gut. Nehmen wir doch einfach mal die Suite. Wir haben es ja. So. Noch ein Stabzauber für den Tag. Ja, es gibt schon noch einen vierten Stabzauber, aber den könnt ihr jetzt eh nicht machen. Gut, esst mal vorher noch was. Gut, das war dann wahrscheinlich wohl doch eher eine bescheidene Hütte. Ja, gestanden ist hier. Deswegen war er so, ich sag ja, der war so vor uns zu sehen, weil er sonst keinen Besuch kann. Ja, jetzt muss mal gucken, ob er nicht krank geworden ist oder so. Okay. So. Der große Platz. Dann, na gut, speichern wir gerade nochmal. Ich meine, hier ist es ja umsonst. Gut, was ist jetzt mit dem großen Platz gemeint? Wahrscheinlich dieses Dings da. Dieses Rechteck. Hast du die Richtung gemerkt? Osten? Hat der eine Richtung gesagt? Ich weiß es, vorher habe ich auch gerade gedacht. Ich weiß es nicht mehr. Also gut, gucken wir einfach mal. Ist es das? Nein. Toter Ortsausgang. Achso, er hat gesagt, kann sein, dass er gesagt hat, Richtung toter Ortsausgang. Ja, ja. Dann. Vielleicht wäre das was. Was ist denn der Ortsausgang? Ist ja rot. Wir gucken mal einfach mal hier. Ja, ja, das sind diese roten Quadrate. Aber. Und was ist weiter da unten im Süden? Gucken, ob es hier irgendwas gibt. Toter Ortsausgang. Wenn du jetzt mal rechts gehst. Vielleicht ist es halt die Himmelsrichtung, in der kein Ortsausgang ist. Also in der keine Route ist, sozusagen. Ist es das? Nein. Aber es soll ja schon an diesem Platz sein. Ja, was war denn da unten? Ging es da denn noch weiter oder nicht? Nicht, dass Richtung, es noch einen zweiten Platz gibt. Richtung also. Fluss, ich glaube nicht. Nee, das ist Schluss. Ups. Ich meine, es sind ja nicht so viele Häuser. Probieren wir es einfach mal. Gut, da wird es nicht sein. Da haben wir auch nichts. Nichts. Ah, da haben wir ihn ja schon. Eine ganze Weile, nachdem ihr geklopft habt, öffnet euch ein weißhaariger alter Mann die Tür. Er ist sehr mager, hat eingefallene Wangen und sein Gesicht ist sehr bleich. Er schaut euch verwundert an. Ihr seid doch Jore Arensson. Ja, erwidert der Alte mit schwacher Stimme. Was wollt ihr denn von mir? Wir sind im Auftrag des Hetmans unterwegs. Ihr wisst doch sicher etwas über Hegelik. Direkt über Hegelik? Mhm. Er grübelt eine Weile nach, bevor er endlich mit matter Stimme zu sprechen beginnt. Ja, Hegelik. Irgendwie bin ich wohl mit ihm verwandt, aber ihr fragt wohl besser Beorn Hjallarsson aus Angbodietal. Okay, aufschreiben. Guck mal nach den anderen Namen, falls das Ding weggeht. Das ist ein Großenkel. Außerdem gibt es da auch noch zwei Nachfahren in Svexkir. Alrik Derundan und... Okay, also der heißt Beorn Hjallarsson in Angbodietal. Angbodietal, wen haben wir noch? Infexcare Alrik Derundan. Okay. Alrik Derundan in Infexcare oder CR oder so.
Mir fällt gerade an, auf Angbur, Dirtal und Angron. Ja, so. Den anderen Namen ist ihm entfallen. Der Alte denkt nach, dann macht er eine schwache Geste. Wartet mal einen Augenblick. Er verschwindet im Haus und schließt hinter sich die Tür. Können wir mal warten, vielleicht kommt er noch. Etwa eine Viertelstunde später kommt Jora wieder heraus. Hier. Er überreicht euch ein Stück Pergament. Das ist, glaube ich, vom alten Higelik. Eine Schatzkarte oder sowas. Die hat mein Vater mal beim Spiel an eine Familie aus Klanech oder so verloren. Aber ich habe sie zurückgewonnen. War aber nicht die Mühe wert, wie ich später festgestellt habe. Man kann damit nichts anfangen. Nehmt sie mit, wenn es euch irgendwie weiterhilft. Er überreicht euch die Karte. Schatzkarte. Da haben wir schon zwei Stücke. Während ihr das Pergamentstück betrachtet, grübelt Hiore. Jasma Tinmarsdotter. So hieß das Mädchen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Diese Familie in Klanich, meine ich, aber die wird euch wohl kaum weit helfen können. Gut, schreiben wir das auch noch auf. Hoffentlich haben die auch ein Kartenstück. Wir sollen vielleicht trotzdem vorbeigehen. Gut, jetzt haben wir drei Namen bekommen. Drei neue Ziele. Und ein Kartenstück. Der alte Higelik siniert Hiore, dass sich heute noch jemand dafür interessiert. Na dann, viel Glück, ich muss mich wieder hinlegen. Man wird eben nicht jünger. Er verabschiedet sich von euch und schließt die Tür. Gut. Na gut. Dann würde ich sagen, können wir uns ja beim nächsten Mal überlegen, wo wir dann als nächstes hinreisen. Machen wir das. Also, beim nächsten Mal geht's dann mit einem neuen Ziel weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.